So, ich wurde über YouTube gefragt, ob ich nicht auch mal ein Video machen kann über Verträge, Verkaufsverträge. Kann ich machen. Ihr könnt nur das verkaufen, was ihr hier im Lager habt. Euer Depot öffnet ihr darüber. Nur das könnt ihr verkaufen. Und nicht jedes Produkt ist verkaufbar. Zum Beispiel die Logirune könnt ihr nicht verkaufen. Zu den Verträgen. Als allererstes geht in den Laden. Und dann gibt es schon mal einiges zu erklären. Ihr seht hier, wie viel ihr im Besitz habt, für wie viel es verkauft wird und für wie viel es man kaufen kann. Das sind alles durch die KI generierte Werte und werden automatisch befüllt. Wenn ihr vor einem Produkt ein solches I seht, dann ist da auf dem Produkt ein Vertrag drauf, entweder ein Einkaufsvertrag oder ein Verkaufsvertrag. Gucken wir uns mal die 24er Karonade an. Klicken wir rauf und da sehen wir, Captain Torstenson verkauft 4 Stück a 2000 Reals. Das seht ihr auch hier. 4 Stück a 2000 Reals. Die 18er, genau das gleiche. 33 Stück für 4000. 33 Stück für 4000. So kommen die Werte zustande. Hier sind auf einmal 30 für 5000 das Stück. Auch hier ist ein I davor und ich gehe stark davon aus, dass das ein Einkaufsvertrag ist. Captain Straight bietet an, er will 30 Stück für einen Stückpreis von 5000 haben. Wenn ihr jetzt auf dem Produkt einen Vertrag abschließt, bei dem Einkaufsvertrag, also ihr wollt was haben. Wenn ihr jetzt mit 5100 reingeht, werdet ihr hier drinne erscheinen, weil ihr mehr Geld bietet, wie der Kollege, der es hier für 5000 anbietet. Beim Verkaufsvertrag ist es genau andersrum. Dort erscheint der, der den tiefsten Preis anbietet. Also sprich, hier sind die Longs, 120 für 1500. Würde ich jetzt Longs einsetzen und würde nur 1300 verlangen, würde mein Angebot als allererstes hier auftauchen. So, gehen wir mal hin. Ressourcen. Verbrauchsgüter. Verbrauchsgüter. Wir wollen Hull Repairs verkaufen. Ihr seht, hier ist kein I davor. Das ist ein durch den Computer generierter Preis und auch eine durch den Computer generierte Stückzahl. Hier ist der Fall zum Beispiel bei Rum. Das ist der Klassiker. Er bietet für für 270 das Stück an und der andere für 420. Ihr seht, der 270er wird aufgeführt, weil er tiefer ist. Und beim Ankauf, er hat gesagt, Yukari, ich kaufe 1805 an für jeweils 10 Rials. Und auch sein Angebot ist hier zu sehen, weil er das höchste Angebot abgegeben hat. So, wie macht er das? Also deine Verträge wäre schon mal eine Übersicht, wie viele Verträge ihr habt, aber wir haben keine Verträge laufen. Wir gehen auf Vertrag anbieten. Hier könnt ihr zwischen einem Einkaufsvertrag, also ihr bietet an, was ihr an Geld gebt und wie viel ihr haben wollt, und einen Verkaufsvertrag. So. Wir wollen 200 oder 100 Hull Repairs verkaufen für einen Stückpreis von 150. Dann habt ihr hier mehrere Sachen, Ressourcen, Münzen, Dings. Ihr könnt dann hier hoch und runter scrollen, um zu gucken, was ihr verkaufen könnt. Material, Lizenzen. Flaschen sind klar, das sind diese Sea Bottles, mit denen wo ihr die Schätze findet. Du hast nichts zu verkaufen, weil ich das nicht habe. Arbeitsverträge sind die Labor-Hours, die ihr zum Bauen von Schiffen braucht oder von Kanonen. Und Münzen sind Combat Medals, Dublons und Victory Marks. So, wir wollen aber Material und Lizenzen. Und wir wollen diese Hull Repairs verkaufen. Was möchte ich für eine Hull Repair haben? Ich möchte 150 haben und ich verkaufe. Ah, geh weg. Ich verkaufe 100 Stück. Das macht einen Gesamtpreis von 15.000. Ich muss eine Hafensteuer von 10% bezahlen, also 1.500 Reals. Und mein, sag schon, mein Enderlös sind
13.500 Reals. Und ja, schießen wir das Ding mal ab, Vertrag anbieten. Oder ich verkaufe mal nur 50, weil ich weiß jetzt gar nicht, wie teuer sie in der Herstellung waren. Früher waren sie mal deutlich preiswerter, jetzt sind sie wohl gestiegen in Kosten, aber es ist ja nur, damit ihr das sieht. Und dann gehe ich auf Vertrag anbieten. Jetzt nochmal die Verkaufsvertragsdetails. Bist du sicher, du willst Teilrepairs? Stückpreis 150, Menge 50 und ja, bestätigen. Und jetzt sehe ich, nein, ist ja doch nicht so. Und damit sind sie jetzt drin. Aber warum tauchen sie nicht auf? Jetzt tauchen sie auf. Ihr seht 150 auf 50 Stück und ich bin der Verkäufer. Das war's zu deinen Verträgen. Hier kann ich das mal sehen. Der Vertrag läuft in 15 Tagen aus. Also wenn ich es in den 15 Tagen nicht verkauft bekommen habe, ist die Hafensteuer futsch. Die bin ich sowieso los. Und dann kann ich hier abholen klicken. Und dann kriege ich, wird der Vertrag rausgenommen. Aber wie gesagt, die Vertragsgebühren, die muss man auf jeden Fall bezahlen. Das soll es an der Stelle zu Verträgen gewesen sein. Wenn ihr Fragen habt, fragt einfach nach. Ansonsten lasst einen Daumen nach oben da. Ciao, ciao.